Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Swag and Sorcery. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid und euch das Video gefallen sollte, würde ich mich über ein Abo freuen und ein Like selbstverständlich auch. Ansonsten, wenn euch irgendwas einfällt, lasst mir gerne einen Kommentar da und nach dem Intro kommt die neue Folge. Viel Spaß! Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, neue Aufnahmesession, wir legen direkt los. Und wir sind ja stehen geblieben beim Goldfarmen und was weiß ich, glaube ich. Ausruhen, geheilt sind sie alle. Zauberwald. Genau. Ich wollte nämlich... Ja, genau. Ich wollte in dieser Runde, also dieser Aufnahme, mich nochmal an den Boss ranwagen. Und wir haben uns ja ein bisschen gesteigert mittlerweile. Und vielleicht schaffen wir es ja diesmal. Wir brauchen also Rotschopf und mich. Starker Schlag. Kaufen. Und Rotschopf kriegt auch alles. Mist, jetzt habe ich einen Haufen Kohle ausgegeben, aber anscheinend kann ich nur einen Buff gleichzeitig immer auf einen setzen. Dann kriegt der das und du kriegst auch das. Jetzt haben wir ordentlich Money verbrannt, würde ich sagen. Ja, es geht nur ein Buff drauf. Mist. Heiltränke. Heiltränke, Heiltränke. Ganz wichtig. Wo ging das nochmal? Der hat die großen. Sollte so passen. Gut, dann... trauen wir uns mal in den Kampf. Bin ich echt mal gespannt. Schaden zu kassieren ist jetzt natürlich äußerst uncool. Noch ein Elite. Da haben wir den Big Boy. Nein, nicht ausweichen. Ach, Mist. So. Big Boy. Jetzt bist du dran. Ey, das gibt's doch nicht. Der bläst mich einfach weg. Ich begreif's nicht. Der bläst mich einfach so weg. Schlachtfeld Level 3 bis 24. Und die sind... Das könnte tatsächlich am Level liegen. Dass ich einfach vom Level her viel zu niedrig bin.
Da darf ich ja dann noch ein paar tausend Runs machen, um Kohle einzuspielen. Ich weiß nicht, wie ich das so machen soll. Weil die Level kosten ja auch schon einiges, ne? So ist es ja nicht. Was haben wir denn da an Attributen? Ausdauer. Na, schauen wir da kurz rein. Gibt 10 Baumwolle. Wir haben nichts gekriegt. So. Eisschaden, Intelligenz, Widerstand, natürlich. Feuerbeständigkeit. Ach, ich... Ja. Intelligenz gibt eine Feuerresi. Und 68 Punkte gibt bisher abgerundet 25%. Das heißt, ich brauche dann Haufen Punkte, um auf 100% zu kommen. Vorausgesetzt, es geht überhaupt bis 100. Das ist halt auch so eine Sache. Na gut, jetzt ruhen wir so mal aus. Die schicken wir in den Kampf. Die schicken wir hier in den Kampf. Müssen wir halt ordentlich Money farmen. So schaut's aus. Für Level und Feuerresi. Wenn die nicht hier abkacken würden. Wir könnten hier unten auch mal den Boss versuchen. Was heißt versuchen? Und wahrscheinlich einfach mal anschauen. Weil ich nicht glaube, dass wir den down kriegen. Kurz mal was schauen, sobald hier die Runde zu Ende ist. Das machen wir mal auf Schließen. Was? Ist der abgekackt? Oh. So. Dann ausruhen. Also alle heilen außer den. Ich möchte kurz mal was ausprobieren. Ach, da darf ich nicht. Okay. Weil ich den Old Guard nochmal gelegt. Einfach so aus Spaß. Aber was soll's. Jetzt gehe ich einfach mal ohne Buffs hier rein. Naturally, the wise old man couldn't let our heroes go without any instruction.
Hilarious! A skull that knows everything, but doesn't whisper a word of it to anyone. Well, have you seen many talking skulls in your life? So, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Also bis zum Boss sollten wir auf jeden Fall kommen. Besiegen, wenn wir ihn nicht können. Wenn wir schon am Big Boy so gnadenlos scheitern. Ist er das? Schauen wir mal. Was haben wir hier denn? Heilung. Heilung 2. Gruppenheilung. Dumpstruck. Oh. Den haben wir down. Den haben wir echt down. Und es gab ordentlich Kohle. Nicht schlecht. Glaube an die Menschheit. Weigern. Wow, es gab ordentlich Kohle. Jetzt läuft's doch wieder. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, dann pushe ich die mal wieder nach oben. Und so ziehe ich die halt Stück für Stück hoch. Wie sieht es denn jetzt da aus? Jetzt ist es natürlich auf 0%. Es schadet, weil den hätten wir locker down gekriegt. Wechseln wir hier einfach mal durch. Einfach mal Rollentausch. Aber die brauche ich ja nicht gegen den Boss antreten lassen. Das wird nichts. Aber wenn der jetzt die ganzen großen Heiltränke so reinschlürft. Nicht so prickelnd. Ich glaube, ich gebe ihm wieder die normalen. Ja, der schlürft die gerade so weg. Wenn die Runde da zu Ende ist, dann wechsle ich auf die kleinen Heiltränke zurück. Ach Moment, die sind ja oben. Die sind ja oben, stimmt ja. Na, dann kann er die kleinen Heiltränke ruhig schlürfen. Aber dem wechsle ich trotzdem die Heiltränke. Einen hat er nur verbraucht. So. Und weiter geht's. Wie, die haben noch kein Gold gefarmt. Ah, jetzt. Was weicht der denn aus hier?
Treffe ich den überhaupt? Was sind das für Überviecher? Läuft ja nicht so gut da unten. Gib mir das Geld. Ich baue jede Menge davon. Ist halt die Frage, ob ich die alle konstant hochpush vom Level, sodass die alle leichter durchkommen, oder mich nur auf das bessere Team erstmal konzentriere für den Boss. Der ist down. Ist natürlich uncool. Den schafft, ist fraglich. Na, shit. So, machen wir den Run noch. Die kommen ja locker flockig da oben durch. Special Quest. Erntehelfer. Radieschen. Ja, wenigstens zwei Bretter. Besser als nichts. Und ich würde sagen, an der Stelle beende ich auch schon wieder die Aufnahme. Die Folge ist halt jetzt ein bisschen kürzer, aber es lässt sich jetzt nicht ändern, weil um wirklich in dem Game jetzt vorwärts zu kommen, brauche ich so viele Runs hier jetzt noch. Das ist der Wahnsinn. Und da sich das einfach nur wiederholt und wiederholt und wiederholt, mache ich an der Stelle auf jeden Fall einen Cut in diesem Let's Play. Werde offscreen ein bisschen weiter zocken und die hochleveln. Und sobald ich denke, dass wir für den Boss ready sind, ja, seid ihr wieder mit dabei am Start. Aber bis dahin heißt es etwas gedulden. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt erstmal aussetzen wird, weil ich zocke das jetzt nicht 24 Stunden am Tag durch. Ja, das funktioniert leider nicht. Aber wie versprochen, ihr seid, sobald ich denke, es geht, wieder mit dabei. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, den einen Boss, den haben wir ja wenigstens gelegt in der Folge, lasst ein Like da für das Video, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt, dann verpasst ihr auch keine weiteren Folgen, sobald es wieder losgeht oder weitergeht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao.